Hallo Mädels, schön, dass ihr wieder eingeschaut habt. Mein Name ist Michael Göhre und ihr seht TV Jungsmusik. Ja, wir starten mal ein neues, loses Format, eine lose Reihe von Videos, Metal Movies. Ich gucke einfach sehr, sehr gerne Filme und ich hatte auch tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, ob ich tatsächlich noch einen YouTube-Kanal aufmache, wo ich mich mit Filmen beschäftige. Aber das machen schon genug andere Leute und die machen das auch gut. Aber ich habe trotzdem Bock, mal über sowas zu reden. Und es gibt halt eine Menge Filme über und mit Metal. Und ich dachte, die gucke ich mir nochmal an. Ich gucke sie mir das erste Mal an. Oder vielleicht sind die auch ganz frische Veröffentlichungen manchmal dabei. Mal gucken. Es ist halt, wie gesagt, eine lose Reihe. Und ja, ich weiß, das Rockart hat diesen Monat auch ein Special über Metal-Filme. Aber ja, die Idee hatte ich schon, bevor die Ausgabe draußen war. Insofern, ich habe da jetzt nicht gemopst und selbst wenn, wäre es auch egal. Wir fangen heute an mit einem absoluten Klassiker. Es ist ein Rewatch Wayne's World und natürlich habe ich den Film schon mal gesehen und muss aber zugeben, es ist eine ganze Weile her, seit ich den das letzte Mal geguckt habe. Und dann habe ich gedacht, ja okay, dann machst du jetzt diese Reihe und dann habe ich mir den Doppelpack mit Teil 1 und Teil 2 geholt. Schlauberger unter euch werden jetzt natürlich dann folgerichtig schlussfolgern, dass es demnächst zum zweiten Teil auch noch ein Video gibt, ihr Füchse ihr. Aber heute gucken wir uns erstmal nur das Original an. Wayne's World von 1992, eine Komödie von Michael Myers, mit Michael Myers. Also er hat das Drehbuch geschrieben und spielt die Hauptrolle. Die zweite Hauptrolle Garth ist Dana Carvey. Den Mann kennt man sonst nicht so wirklich großartig. Kommen wir beide aus dem Comedy-Bereich. Und Wayne's World, worum geht's? Ich glaube, da brauche ich jetzt keine große Spoilerwarnung aussprechen, oder doch? Also ich werde nicht verraten, wie es großartig ausgeht, weil es gibt auch drei verschiedene Enden. keine Ahnung, wer es noch nie gesehen hat, also ich werde jetzt nur mal kurz die Handlung anreißen. Wayne und Garth machen, wie gesagt, es spielt Anfang der 90er und da gab es ja noch Bürgerfernsehen auch in den USA und Bürgerradio und die beiden machen im Keller halt eine Show, eine Metal-Show oder was heißt eine Metal-Show? Es ist eigentlich eine Rock-Show, es ist kein Metal-Film, es ist ein Rock-Film, der viele Metal-Klischees der Zeit, vor allen Dingen aus dem amerikanischen Raum, aufgreift. Und die machen halt diese Sendung da und da wird ein geldgeiler Typ drauf aufmerksam und der will die Show dann kaufen, annektieren und quasi gentrifizieren, sprich für seine Werbekunden zurechtbiegen. Und das ist natürlich nicht im Sinne von Wayne und Garth, weil die wollen einfach nur Party on machen und Spaß haben. Natürlich gerne auch ein bisschen Cash verdienen. Wayne hat den großen Traum. Dieser große Traum ist eine wunderschöne E-Gitarre, die er sich aber nicht leisten kann. Sie wird mal mir gehören. Oh ja, sie wird mal mir gehören. Und natürlich möchte man auch Mädels beeindrucken. Die beiden haben einen sehr großen Hormonstau. Swing, swing. Und das klappt natürlich auch besser, wenn man ein bisschen flüssig ist und die Frauen dann auch einladen kann. Und es kommt, wie es kommen muss. Wayne verknallt sich auch in eine wunderschöne Musikerin, Cassandra. Und was soll man sagen? Tia Carrere ist die Schauspielerin und wer damals als Teenage-Boy da keinen Crush drauf hatte, steht entweder nicht auf Mädels oder ist völlig unhormonell unterwegs gewesen. Tolle Schauspielerin, wunderschöne Frau und sie macht alles, was sie da musikalisch macht, auch selber. Die Frau ist Grammy-nominierte Musikerin und er verknallt sich halt Hals über Kopf in sie. Und da kommen wir auch schon zu den Punkten. Warum ist Wayne's World eigentlich so bekannt? Warum ist es so berühmt? Weil es seine Protagonisten tatsächlich sehr ernst nimmt. Obwohl es eine total flache Comedy ist, ist sie nicht dumm. Wayne und Garth, das ist der ganz große Irrtum. Es wird immer gesagt, ja, das sind zwei Metal-Vollidioten, die sich halt durchs Leben schlagen. Das stimmt überhaupt nicht. Wayne und Garth sind zwei sehr clevere Typen,
die einfach gerne eine gute Zeit haben und nicht so gerne über alles nachdenken. Das ist der feine Unterschied. Die beiden haben eine Menge auf dem Kasten. Auch wenn es ein Comedy-Faktor ist, Wayne spricht dann auf einmal fließend Kantonesisch. Ist natürlich Quatsch so, ne? Aber es zeigt, dass er was auf dem Kasten hat. Und Garth bastelt allen möglichen Scheiß. Wie gesagt, die beiden sind halt, sie sind keine Idioten, sie machen idiotische Sachen. Aber einfach, weil sie Spaß am Leben haben und weil sie sich nicht immer um alles im Kopf machen. Und bei Garth ist es halt auch so, dass er, ja, heute würde man sagen, Sozialphobien hat. Er ist nicht der sozial kompetenteste Mensch. Und vieles macht ihm Angst. Und das lässt ihn, wenn man das oberflächlich betrachtet, dumm wirken. Aber er ist nicht dumm. Er ist überhaupt nicht dumm. Er ist halt nur speziell, sagen wir es mal so. Und das ist halt auch schon mal ein Riesenfaktor. Die beiden Figuren machen bescheuerte Sachen, aber sie sind nicht bescheuert. Und der Film ist auch nicht bescheuert. Ich habe gerade flache Comedy gesagt, aber das ist eigentlich totaler Bullshit. Dieser Film ist extrem clever gemacht. Man merkt ihm auch einfach an, dass die Regisseurin, jetzt muss ich noch mal einmal auf meinen schlauen Bildschirm gucken, Penelope Spheris, ein nicht ganz einfacher Name, die hat vorher auch Dokumentarfilme gemacht, und zwar The Decline of Western Civilization. Das ist eine dreiteilige Doku, die sie Anfang bis Mitte der 80er gemacht hat, die in der DIY-Punk-Szene, Teil 2 in der Metal-Szene und der dritte wieder in der Punk-Szene spielt. Also da sitzen Leute dahinter, die sich wirklich auskennen mit Musik auch. Dann kommt halt so ein Gag wie, dass Wayne da die Gitarre zum 1000. Mal Test spielen will, Stairway to Heaven anspielt und sofort gesagt wird, nein, auf das Schild gewiesen wird. Und es ist eine legendäre Szene, No Stairway to Heaven hängt da. Und das sind halt so Sachen, darauf kommt man nicht, wenn man sich nur über eine Szene lustig machen will, sondern das kommt ja aus einem gewissen Wissen, aus einer gewissen Liebe dazu her. Und das merkt man dem ganzen Film an. Einerseits die Liebe zur Musik, nicht unbedingt zum Heavy Metal. Also es ist halt Heavy Metal im US-amerikanischen Sinn. Also da wird so der Thrasher hier aus dem Ruhrpott und der Black Metal-Typ aus dem Wald auch sagen, das hat mit Metal nicht viel zu tun, muss man der ganzen Sache geben. Es hat eher mit Hair Metal zu tun, mit Hard Rock, so ganzen Roses und so weiter. Led Zeppelin werden immer wieder angesprochen, dass sie die Größten sind. Also es geht eher um den Hard Rock-Bereich, aber das ist ja in den USA sehr fließend. Insofern passt das schon ganz gut. Also einerseits gibt es diese Liebe zur Rockmusik, andererseits aber auch zum Film, weil dieser Film ist wahnsinnig clever. Zum Beispiel, wie gesagt, Wayne verliebt sich in Cassandra, und in jedem anderen Film über Metal-Vollidioten wäre es halt ein ewiges Hin und Her, bis sie beide zusammenkommen. Hier ist es so, er kriegt sie und sie liebt ihn. Und das ist so schön, das ist so gut, weil es gibt nicht dieses große Hin und Her. Natürlich gibt es dann mal das Drama und oh, alles steht auf der Kippe und Eifersucht und hast du nicht gesehen. Es ist ja nach wie vor ein Film. Ein Film muss eine Geschichte erzählen, die interessant ist. Aber es ist halt nicht dieses immer wieder gleiche und spackige über den ganzen Film hinziehen, sondern sie merkt, er ist ein cooler Typ, er bringt sie zum Lachen und die beiden verknallen sich halt ineinander. Fertig. Es ist manchmal so simpel. Und ja, dann geht es eher darum, was könnte diese Beziehung gefährden, als das, wie kommt sie zustande, was halt die Standardgeschichte ist. Und generell, dieser Film ist so clever gemacht teilweise. Die legendäre Szene am Anfang, Bohemian Rhapsody im Auto, ist eine der besten Charaktereinführungen, die man sich denken kann. Weil innerhalb von kurzer Zeit und ohne viel Worte wird klar gemacht, wie sind die Leute drauf? Wayne und Garth und ihre Crew, und was sind so die Charakteristika? Und das machen die nur darüber, wie die da im Auto zu Bohemian Rhapsody abgehen. Und also ich glaube, jeder kennt diese Szene. Selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, hat man das Video gesehen. Außer dem Film Bohemian Rhapsody ist das, glaube ich, so der größte Push für diesen Song gewesen, nachdem er veröffentlicht wurde und halt ja schon berühmt war, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Wenn so ein Song ein paar Jahre draußen ist, dann vergisst man ihn ja vielleicht schon mal. Und damals gab es ja noch kein TikTok. Und wenn so eine Filmszene das dann nochmal nach oben bringt, das ist schon einiges. Und ich glaube,
Wahnsinnig viele Leute kennen diesen Song nur über diese Szene. Und sie ist halt schon ein grandioser Einstieg einfach und eine grandiose Charaktervorstellung und Einführung. Und dann so Sachen wie, dass halt ständig die vierte Wand gebrochen wird. Großartig, Ed O'Neill, also Al Bundy, als grantiger Restaurantchef mit, ich sag mal, latenten Mordtendenzen, der dann auch sofort bei seinem ersten Auftritt in die Kamera spricht. Und dann kommt Wayne so, Moment, wir sind die Einzigen, die in die Kamera sprechen. Das ist für die Zeit schon so subversiv und so meta und so großartig. Und auch wir wieder Charakterzeichnungen in dem Diner, wo Ed O'Neill da den Boss mimt, ist auch immer ein Bulle. Und normalerweise wäre er der Gegner der Protagonisten, weil Cops sind halt die Gegner von Rockern. Scheiß drauf. Dieser Typ ist arschcool, obwohl er so ein knurriger alter Kerl ist und gibt auch irgendwann zu, dass er totaler Fan von der Show von Wayne und Garth ist und hilft ihnen. Und das stellt halt auch wieder diese Klischees so auf den Kopf. Und das ist so schön gemacht. Das sind so Kleinigkeiten in diesem Film, die so absolut grandios sind. Oder die ganzen Verweise auf andere Filme, auf Terminator. Großartige Szene, die heutzutage, glaube ich, nicht mehr so viele verstehen. Es wird Mission Impossible zitiert. Es werden ganz viele US-Commercials zitiert, die man bei uns leider nicht so kennt, sodass der Witz immer so ein bisschen leicht verfliegt. Es wird Lassie zitiert, weil Garth hat halt einen Collie mit einer Föhnfrisur und kann halt mit dem reden, in Anführungszeichen. Es ist natürlich immer dieses Timmy-Ding, also Timmy, nicht Timmy, dass auch man aus irgendeinem Bellen irgendwas rausinterpretiert. Oh mein Gott, er ist in den Brunnen 23 Meilen südwestlich von hier gefallen. Wir müssen ihn retten. Ist natürlich totaler Quatsch und das wird da so schön, schön in einer kleinen, einfachen Szene aufs Korn genommen. Und solche Sachen machen Wayne's World einfach zu einem riesengroßen Spaß. Jetzt ist die Sache natürlich 1992, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Der Film hat jetzt auch schon wieder 30 Jahre auf dem Buckel. Und Humor ist so eine Sache. Ist das noch up to date? Natürlich kann man jetzt wieder mit dem ganzen Woken-Kram anfangen und sagen, ja, manche Sachen gehen nicht mehr so dolle. Sagen wir es mal so, weil wenn die beiden sich dann über Frauen unterhalten, schwing, dann ist das schon ein bisschen dated inzwischen. Würde man vielleicht heute nicht mehr ganz so schreiben, aber es ist auch nicht wild. Also wer sich darüber aufregt, dem oder der ist auch nicht mehr zu helfen. Da muss man auch mal ein bisschen Humor mitbringen. Und ansonsten, wie gesagt, es wird viel Anspielung gemacht. Wie gesagt, auch teilweise auf US-Commercials, die kennt man heutzutage natürlich nicht mehr. Ich finde, das funktioniert aber trotzdem noch, einfach weil die beiden das so fantastisch rüberbringen. Und so auch, also jeder scheint auch wirklich Bock auf den Film gehabt zu haben. Alle, ob Bösewichte, ob die guten Leute, ob Nebendarsteller und natürlich Alice Cooper, Alice Coopers Auftritt. Wir sind unwürdig, wir sind unwürdig, wir sind Asche und Staub. Ist so wunderbar, das ist so großartig. Jeder scheint auf diesen Film richtig Bock gehabt zu haben und das fühlt man einfach. Und deswegen würde ich mal ganz die steile These aufstellen, ja, dieser Film funktioniert immer noch und er funktioniert hervorragend. Und insofern, wenn ihr Wayne's World noch nie gesehen habt, holt es nach. Es ist ein wunderbarer Spaß und ja, 90 Minuten gute Laune. Und insofern, was soll ich da noch großartig zu sagen? Es ist ein geiler Film und wenn ihr ihn schon mal gesehen habt, guckt ihn nochmal und überlegt mal und achtet mal auf die Kleinigkeiten, wie clever dieser Film auch teilweise gemacht ist, was ihn halt so schön zeitlos macht. Also das ist kein dummer Film, er ist nicht über dumme Leute, er ist über spezielle Leute, die dumme Sachen machen manchmal, aber die nicht blöd sind und das ist einfach wunderschön. Wayne's World ist großartig und wie gesagt, demnächst gucke ich mir dann nochmal wieder Wayne's World 2 an. Den habe ich, glaube ich, tatsächlich nur ein oder zweimal gesehen. Da weiß ich schon gar nicht mehr so genau, worum es ging, Festival und so. Und dann gucken wir mal, wie gut der gealtert ist. In diesem Sinne, guckt mehr Filme, hört guten Metal. Bis zum nächsten Mal. Bleibt true, bleibt gesund. Ciao.
Ich frage mich, ob die mich hier irgendwie vergessen haben. Naja, ich warte einfach mal ab. Wahrscheinlich blenden die gleich einfach schwarz aus und dann kann ich gehen. So lange lese ich hier noch ein bisschen weiter. Ja, dachte ich mir doch. Jungs Musik, it's party time. Excellent, excellent. Jungs Musik, it's party time. Excellent, excellent. Jungs Musik, it's party time. Excellent, excellent.